Einen wunderschönen Sonntag, der 30. April. Mein Name ganz einfach Roland, Chef, Eigentümer, Mädchen für alles, der Rentner aus dem Hotel Maritim Playa, unserem kleinen Familienunternehmen seit 46 Jahren auf Gran Canaria, der Trauminsel im Atlantik. Und wie jede Woche Sonntag bringe ich euch Nachrichten, Wissenswerte, Kurioses, sei es über unsere Inseln, sei es über unser Hotel Maritim Playa. Und natürlich zum Abspann ein weiterer Bericht unseres Lebenstraums, meiner Frau und mir. Wir sind aktuell mit der MS Amadea einmal rund um den Globus. Seid gespannt und gleich geht's los. Beginnen wir damit mit den ersten Nachrichten. Und zwar geht es mal wieder um den Sian Park, das ambitionierte Projekt der Familie Kiesling, des Loro Parks Teneriffa, Sian Park Teneriffa und natürlich auch des Riesenaquariums, was wir in Las Palmas haben. Sie haben jetzt über Ihren Sprecher verlauten lassen, sollte am 28. Mai dieses Jahres bei den Gemeindewahlen Marc Aurelio Bürgermeister werden, werden Sie das Projekt komplett in die Schublade legen. Woher rührt das? Marc Aurelio, ein Politiker unserer Gemeinde, er war schon mal Bürgermeister 2011 bis 2018. In dieser Zeit hat er der Familie Kiesling, dem Unternehmen Siam Park, alle Steine in den Weg gelegt. Es gab Komplikationen an allen Ecken und Enden. Und das ist der Grund, warum Familie Kiesling dort keine Zusammenarbeit mit diesem Politiker sieht. Es ist eigentlich traurig. Aktuell schon über 15 Millionen in Planungskosten sind verbuddelt worden. Des Weiteren steht eine Investitionssumme im Raum von 120 Millionen Euro. Dazu kommen, und das wahrscheinlich das Allerwichtigste für unsere Insel, für unsere Region, 600 feste Arbeitsplätze. Von den indirekten Arbeitsplätzen wollen wir gar nicht reden. Mit Sicherheit das Spaßbad der Siam Park. Weltweit ist er hohe Anerkennung. In allen Referenden ist Siam Park Teneriffa unter den Top 5 weltweit. Und für unsere Insel, für den Süden von Gran Canaria, wäre es einfach das Top-Objekt, was wir vorzeigen könnten. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Aber hier treffen zwei Charaktere aufeinander, die einfach nicht miteinander harmonieren. Wir hoffen, dass es zu einer gütigen Einigung kommt und dass während meiner Lebzeiten ich noch einmal erleben kann, dass dieser Park, dieser Freizeitwasserpark Realität wird. Siam Park will sich zurückziehen, sollte Marc Aurelio die Bürgermeisteramtswahlen am 28. Mai dieses Jahres gewinnen. Wir hoffen, dass da noch eine Lösung herbeikommt. Bevor wir zur nächsten Nachricht kommen, ja, wir filmen das immer ein paar Tage im Voraus, denn von unserer Weltreise müssen wir das alles natürlich per Internet nach Gran Canaria überspielen. Dort muss es zusammengeschnitten werden. Wo sind wir heute aktuell? Aktuell heute Nachmittag um 17 Uhr sind wir angekommen in Indien, in Kochi. Ja, Indien ein ganz besonderes Land, denn allein die Einreiseformalitäten nehmen Stunden in Anspruch. Fingerabdrücke, Daumenabdrücke, Lichtbilder müssen gemacht werden, Visum, Einreisebescheinigung, woher wir kommen, eine Zollerklärung, alles das muss ausgefüllt werden und wird akribisch nachkontrolliert. Also es ist nicht leicht, wir gehen immer davon aus, 15 Minuten bis 20 Minuten pro Person. Wir haben knapp 500 Personen an Bord. Dann kann man sich ausrechnen, wie lange das alles dauert. Und Schalter hier in der Ankunftshalle in Kochi sind gerade mal 6 Stück geöffnet. Also es ist schon eine Tortur. Weiter geht es, Nachrichten unserer Insel, Gran Canaria, Patanavaca, Aginegin. Ja, da ist etwas ganz Kurioses passiert. Ein Eigentümer eines Autos
wurde morgens an seinem Auto vorstellig und siehe da, es fehlten eine Vordertür, eine Hintertür, fachgerecht ausgebaut. Das sollte man bedenken. Guckt also morgens, wenn ihr euer Auto abholt, erstmal, ob alle Türen dran sind und vor allem, ob alle Reifen noch da sind. Ja, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und siehe da, 2 Tage später wurden die Herrschaften festgenommen. Sie hatten sich nur die Tür, Vorder- und Hintertür des Autos ausgeliehen, weil ihre defekt waren im Auto. Schon etwas Kurioses, dass man jetzt an einem geparkten Auto einzelne Teile entwendet, um sein eigenes zu reparieren. Nachrichten der Fluggesellschaft vom Flughafen der Kanarischen Inseln Aena. Dieser Sommer wird mit einem Rekordergebnis für die Kanarischen Inseln gerechnet. Aktuell stehen 31 Millionen Flugplätze bereit für den Zeitraum vom 1. April bis 31. Oktober. Dies sind 8% mehr Flugkapazitäten wie 2019. Immer unser Referenzpunkt vor der Pandemie, nach der Pandemie. Wir erwarten also diesen Sommer, dass die Hotels sehr gut belegt sind, dass wir eine tolle Sommersaison bekommen. Hauptsächlich natürlich werden viele Spanier vom Festland kommen, aber auch Deutschland, England, Italien, Frankreich, Portugal sind unsere Hauptreiseziele, die uns besuchen. Wir sind erwartungsfroh und hoffen, dass die Insel sich nach diesem Schock der letzten 3 Jahre nach und nach immer mehr wiederholt und 2019 übertroffen wird. Wir kommen zum nächsten wichtigen Datum. Vom 4. zum 14. Mai findet in Maspalomas Playa de Ingles die Summer Gay Pride statt. Ein Riesenspektakel. Es werden erwartet über 200.000 Besucher. Hauptsächlich findet das natürlich in dem Jumbo Center statt. Dort sind die großen Bühnen aufgebaut. Dort treten alle Stars auf. Jedoch am 11. ist die große Drag Queen Gala und am 13. dieses Datum müssen wir unbedingt festhalten, am 13. ist dann der große Umzug der Summer Gay Pride mit über 33 Motivwagen. Es geht durch die Straßen von Playa de Ingles. Der genaue Verlauf wird mit Sicherheit die nächsten Tage bekannt gegeben, aber ein tolles Spektakel, ein friedliches Spektakel. Und wir werden Spaß haben, in dieser Zeit, 14 Tage, das bunte Treiben rund um Jumbo Center und durch Playa de Ingles zu genießen. Ein weiterer Skandal im Bürgermeisteramt von San Bartolomé de Tirajana. Ja, ein leitender Mitarbeiter des Bauamtes ist momentan von der Staatsanwaltschaft für Korruption in Verdacht geraten und angezeigt worden. Es ist ein führender Mitarbeiter der Bauverwaltung seit 2015 bis 2022. Hat er beschleunigte Bauverfahren herausgegeben mit der Bedingung, die Bauarbeiten werden von einem Bauunternehmen, welche seine Frau Hauptteilhaber ist, ausgeführt. Ja, so geht das immer noch. Südliche Länder, sei es Italien, Portugal oder Spanien. Das Besondere noch dabei ist, er hat auch das Bürgermeisteramt hintergangen, denn die Kostenaufstellung für die Kosten der Baugenehmigung wurden nach unten gerechnet, sodass die Kostenvoranschläge niedriger waren. Die zu entrichtenden Steuern und Gebühren wurden natürlich dann auch nach unten gesetzt und das Bauunternehmen, in dem seine Frau, wie gesagt, Haupteigentümerin ist, hatte natürlich ein tolle ausgebuchtes Aufgabenbuch. Ja, wir hoffen mal, dass dort wirklich mit einem eisernen Besen gekehrt wird und jeder, der eine Baugenehmigung beantragt, sollte gleich behandelt werden. Ist aktuell noch eine Illusion auf den Kanarischen Inseln. Wir kommen zu unserem Wochenprogramm im Hotel Maritim Playa, unserem kleinen Familienschatz auf Gran Canaria, das familiäre Hotel in Playa de Ingles. Montagsabends 20.30 Uhr Bingo Bingo rund um unsere Poollandschaft, nicht nur für Gäste unseres Hauses. Am Donnerstag dann geht es weiter, abends 18 Uhr
der Verkaufs- und Beratungsstand von Aloe Vera bei uns in der Rezeption mit Christel, der Fachfrau für Aloe Vera, die kanarische Wunderpflanze. Schon sind wir beim Freitag, Freitagabend Rock and Eat, Eat and Rock im Restaurant Papa Joe auf einer wunderschönen Freiterrasse am Pool gelegen, ab 18 Uhr Rockmusik, ein tolles rockiges Essen und 19.30 Uhr dann der Live-Act für diesen Abend. Es sind zu Gast bei uns Crossfire, eine der Top-Bands unserer Insel. Samstag, Sonntag, das Wochenende steht vor der Haustür. Wir haben traditionell frische belgische Rahmwaffeln mit allerlei leckeren Toppings an unserer Poolbar ab 12 Uhr mittags bis 17 Uhr. Auch Gäste von außerhalb sind selbstverständlich herzlich eingeladen, unsere Poolbar, unseren Pool, unser Hotel zu besuchen. Ja, Sonntag dann der Ausflug nach Terror mit Eva, unserer wirklich tollen und am besten ausgestatteten Reiseleiterin. Sie ist seit vielen Jahren auf unserer Insel beheimatet. Sie bringt euch am Sonntag nach Terror, dem wirklich wahren Bauernmarkt unserer Insel. Rund um die Basilika aufgebaut. Ein herrlicher Ausflug, viel Information und ihr lernt das ursprüngliche Leben Gran Canarias kennen. Das war unser Wochenprogramm. Alle Tage in der Woche steht natürlich unsere Poolanlage, unser Fitnesscenter Joe's Gym oder unser Restaurant Papa Joe, auch das Steakhaus El Rancho, was zum Familienunternehmen gehört. Euch stehen die Türen und Toren auf und wir freuen uns auf euren Besuch. Die letzte Nachricht kommt aus Las Palmas. Ja, die Behörde, das Bürgermeisteramt von Las Palmas und die dazugehörigen Behörden haben zugestimmt, dass die Taxipreise ab diese Woche in Las Palmas erhöht werden dürfen. 16% ist die Erhöhung, macht im Schnitt pro Fahrt ungefähr 1,20 Euro aus. Nichtsdestotrotz, Taxifahren auf der Insel, sei es im Süden, Maspalomas, Playa de Ingles oder in Las Palmas, eigentlich das schnellste und günstigste Fortbewegungsmittel, es sei denn, man nimmt die lokalen Busse. Aber Taxifahren in Spanien immer noch sehr, sehr attraktiv und die Taxipreise bei uns in Las Palmas noch die günstigsten Taxipreise spanienweit. Was in Deutschland kostet, eine Taxitür anzufassen, damit werden sie bei uns auf den Inseln wenigstens schon mal 5 Kilometer gefahren. Das waren unsere Nachrichten. Wie gesagt, jetzt fehlt noch eines, der Abspann. Ein neues Kapitel unserer Weltreise mit der MS Amadea, besser bekannt das Traumschiff. Ja, aktuell werden 5 neue Folgen auf unserem Schiff gedreht. Jeden Tag ist die Filmcrew zugange, sei es Florian Silbereisen, sei es Harald Schmidt oder sei es Barbara Wussow. Es sind die Hauptdarsteller. Wir treffen sie jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend und können auch immer nah dabei sein, wenn die Szenen gedreht werden. Schon was Interessantes. Es geht weiter in unserer Reise. Letzte Station war Singapur. Und mal gespannt, wie weit heute der Junior kommt. Es ist nicht einfach, so einen Film zusammenzuschneiden, denn man hat die Fahrt nicht erlebt. Und wir selber beim Filmen, es sind so viele Eindrücke, die wir bekommen, die wir verarbeiten müssen, dass man manchmal sagt, warum habe ich dieses nicht gefilmt, warum habe ich jenes vergessen zu filmen. Unsere Speicherkapazität ist wirklich am Anschlag. Und wenn einer sagt, eine Weltreise ist Urlaub, Erholung, möchte ich mal eins sagen, mit Sicherheit nicht. Es ist anstrengende Arbeit. Wir haben seit Wochen ein Klima von zwischen 35 und 40 Grad. 90-95% Luftfeuchtigkeit. Das sind Ausflüge, wo man 2 Hemden braucht und diese 2 Hemden braucht man nicht zu waschen, weil sie schon so nass sind am Ende. Es sind jede Menge Eindrücke, kulturelle Gegenden, die man neu erlebt. Aber wir genießen es. Einmal im Leben rund um den Globus mit dem Schiff. Aktuell unsere Reisedistanz bis heute 23.000 Seemeilen.
Und wir sind noch nicht am Ende. Es stehen noch 40 Tage an, bis wir wieder in Bremerhaven an Land gehen. Und ich darf mich für heute von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt die gute Tasse Kaffee. Omas Kuchen darf nicht fehlen dabei. Und erfreut euch jetzt an unserem Reisebericht. Ohne jedoch eines zu vergessen. Abonniert unseren Kanal. Jede Woche sonntags erzähle ich euch Neuigkeiten, Wissenswerte über unser kleines Hotel und unsere Traumheimat Gran Canaria. Natürlich die Weltreise. Und auch am 8. Juni, wenn wir zurück sind zu Hause, wird dieser Kanal weiter bestehen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und dadurch haben wir so viele nette Menschen kennengelernt, die mal vorbeigucken, Hallo sagen. Sogar hier auf dem Schiff passiert es immer wieder. Du bist doch derjenige, der YouTube macht. Ja, der bin ich. Ganz normal. Mit langen Haaren und einem Herzen voller Freude. Ciao, ciao. Euer Roland, eure Margit. Genießt jetzt die Traumreise unseres Lebens. Einmal um die Welt. Es ist Montagmorgen, Ostermontag, und wir sind auf dem Wege zum Marina Bay Sands, diesem Traumhotel in Singapur, wo wir eine Nacht verbringen werden. Einmal in diesem 5-Sterne-Plus-Resort mit 2.500 Zimmern und einen Baukosten als teuerstes Hotel der Welt überhaupt von 6 Milliarden Euro. Ja, so viel hat das Ganze gekostet. Bevor man zu diesem Hotel kommt, es ist von einer amerikanischen Company gebaut worden und gehört ihnen auch noch, und zwar den Sands Hotels aus Las Vegas. Ja, so sieht es auch aus. Man geht durch Shopping Malls. Casino haben wir hier, Marina Bay Sands Casino. Und jede Menge Gold und Glitzer. Die Empfangshalle, etwas klein geraten. Drei Türme gibt es hier. Und die auf dem Dach sind verbunden mit einem riesigen Dachgarten und einem Swimmingpool in der 52. Etage. Wir befinden uns in der Etage 57. Das ist der berühmte Infinity Pool. 130 Meter lang. Keine Absperrung nach unten. Und hier haben wir noch zwei faule Säcke von der MS Amadea. Einfach nur der Wahnsinn. Ein kleiner Tipp, solltet ihr mal das Marina Bay Sands buchen. Eines ganz wichtig, nehmt eine Toilettenbürste mit. Ihr habt richtig gehört, eine Toilettenbürste. Auf den Zimmern selber gibt es keine Toilettenbürsten. Dafür eine Klingel. Sollte mal eine Schleifspur in der Toilette sein, dann bitte klingeln. Es kommt der Bedienstete und macht sie euch wieder sauber. Um Gottes Willen, das ist noch das, was mir fehlt. Also immer schön aufpassen. Der komplette Hotelkomplex verfügt über nicht mehr und nicht weniger als 60 Restaurants. Und weiter geht unser Erkundungsgang durch Singapur.
Wir sind unterwegs in das arabische Viertel, Arab Street. Und bewundern nochmal diese Architektur der Wolkenkratzer. Parkview Square. Und hier denke ich mal immer an unseren lieben Abdel, unseren Oberkellner. Er hat aktuell gerade Ramadan und muss noch einige Tage aushalten. Mal ganz liebe, liebe Grüße an Abdel, Omar, Abdelila, Muanat, Wafa. Ja, alles so meine Muslimen, die wirklich leiden und den Ramadan strikt einhalten. Das arabische Viertel mit der Arab Street. Kleine, alte, bunte Häuser. Jede Menge Supermärkte, Schneider. Hier kann man sich innerhalb von einem Tag einen tollen Anzug machen lassen. Stoffe in Hülle und Fülle. Auch dieses Singapur. Skyline, moderne Hochhäuser und dann das arabische Viertel. All diese Häuser stehen unter Denkmalschutz und dürfen nicht abgerissen werden. So hat jede ethnische Gruppe, Inder, Araber und Chinesen, ihre eigenen Viertel, in denen sie ihre Geschäfte und ihre Restaurants betreiben. Wunderschöne Lampen. Und noch schönere Teppiche. Wir sagen gute Nacht, Singapur, unser zweiter Tag geht langsam zu Ende. Der Singapore Flyer, das Riesenrad im Hafen. Und hier unser Zuhause, Marina Bay Sands. Was haben wir heute Abend noch vor? Wir wollen noch mal hoch aufs Hochdach, ganz oben hin auf die Spitze und dort einen letzten Cocktail trinken. Vielleicht ist danach noch Zeit, Lust in den wohl angesagtesten Nachtclub Singapurs, das Marquis, zu gehen. Eine riesen Disco auf dem neuesten Stand der Technik. Einen schönen guten Morgen, es ist der 12. April und wir sind heute Morgen angekommen in Malakka. Malakka, eine Hafenstadt mit sehr, sehr großer Geschichte. Liegt in Malaysia, hat ungefähr 400.000 bis 500.000 Einwohner. Unser heutiger Ausflug, eine Stadtrundfahrt, eine Panoramafahrt durch Malakka. Wie schon erwähnt, eine sehr geschichtsträchtige Stadt Malaysias. Sie ist Anfang 1500 von den Portugiesen gegründet worden. Was wurde hier gehandelt als Handelsstützpunkt? Gewürze aller Art. Pfeffer, Muskat und dergleichen. Es war in der damaligen Zeit etwas Außergewöhnliches. Die Portugiesen selber haben dann 130 Jahre Malakka hier in Besitz gehabt, bevor eine weitere zur damaligen Zeit Weltmacht sich hier breit machte und die Portugiesen vertrieb. Wer waren es? Die Holländer. Denn Holland hat dann auch weitere 150 Jahre die Kolonialmacht über Malakka gehabt, bevor sie
diese Kontrolle über diesen Handelsstützpunkt weitergaben in friedlicher Weise an die Engländer. Die Engländer da selber und mit einer kleinen Unterbrechung im Zweiten Weltkrieg, wo 6 Jahre Japan hier die Oberhand hatte, bis 1957 war Kolonialmacht in Malaysia. 1957 dann ist Malaysia unabhängig geworden. Hier, wo wir uns befinden, ist der Holländische Platz. Alles in Rot gehalten. Mit der Kirche, die wir später noch besuchen, dem kleinen Big Ben. Wenn schon unsere holländischen Nachbarn hier mal das Sagen hatten, was darf nicht fehlen? Eine holländische Windmühle. Und natürlich in der Innenstadt die Ausgehmeile und Essensmeile am Malacca River. Ja, ihr glaubt es nicht, sogar ein Hardrock-Café gibt es hier in Malacca. Und überall da auf der Welt, wo Handel getrieben wird, darf eine Nation nie fehlen. China, Chinatown. Das ist kein überbliebener Osterhase, sondern die Chinesen feiern 2023 das Jahr des Hasen. Und hier ist das Symbol dafür. Hier überall in der Altstadt sieht man die kleinen geschäftigen Gässchen. Wir sind noch relativ früh am Morgen. Gerade mal 10 Uhr. Ich gehe mal davon aus, um 12 Uhr heute Mittag ist hier alles voll Garküchen ohne Ende. Auf diesem holländischen Platz gegenüber, da sehen wir es noch, das Stadhuis. Das Rathaus von Malacca. Vielen ist vielleicht auch bekannt der Name, die Straße von Malacca. Eine der weltweit meistbefahrenen Meerengen überhaupt. Auch heute noch täglich über 2000 Containerschiffe machen hier die Runde an der Malacca-Straße. Auch hier in Malaysia natürlich ein Fortbewegungsmittel, die Tuk-Tuk, ganz bunt verziert. Natürlich hauptsächlich für Touristen. Wir befinden uns am Malacca River. Unser nächster Fotostopp hier, das Museum, das Zollmuseum. In diesen alten Gebäuden war früher die Zollstation. Heute ein interessantes und besuchenswertes Museum. Und kurz daneben dieses alte Schiff. Es ist ein Nachbau des ersten portugiesischen Schiffes, was Malaga angegriffen und erobert hatte. Malaysia auch heute noch eine riesige Schiffbaunation. Dieser Nachbau wurde erstellt 1994.
unser letzter Fotostopp an einer nagelneu gebauten Moschee, direkt an der Straße von Malakka gelegen. Prozent der Bevölkerung Malaysias sind dem Islam zugewandt. 25% sind Buddhisten, Hinduisten oder Taoisten. Ungefähr 10% dem christlichen Glauben und der Rest verteilt sich. An dieser Stelle ist die Straße von Malakka 42 Kilometer zur Insel Sumatra, das Nadelöhr. Hier im Hintergrund sehen wir unsere MS Amadea auf Rede liegend. Ja, die Moschee besichtigen möchte ich heute nicht, bin einfach zu faul, die Schuhe auszuziehen. Und hier haben wir auch einen Wächter davor, der jeden zurückholt, wenn er die Kleidervorschriften der Moschee nicht entspricht. Sei es die Frauen, dass sie die Schultern nicht bedeckt haben, das Kleid zu kurz ist. Sei es die Männer mit kurzen Hosen. Da haben wir schon Security. Ja, siehst du, Margit wird schon zurückgepfiffen. Sie muss ein langes einteiliges Kleid haben. Kopftuch fehlt noch ihr, ja. Sie ist also. Und deine Schuhe müssen aus. Aber ich darf so auch nicht rein. Ja. Guten Morgen, es ist der 13. April, ein Donnerstag. Wir sind angekommen in Port Klang, Malaysia. Ja, das Tor nach Kuala Lumpur. Und unser Ausflug heute führt uns in die Höhlen von Batu und natürlich dann auch nach Kuala Lumpur. Wir nehmen euch wieder mit und zeigen euch wunderschöne Aufnahmen von Malaysia. Da liegt unsere MS Amadea in diesem wunderschönen Cruise-Terminal Port Klang. Ich bin wieder der Letzte. Nicht das Letzte, aber der Letzte. So, wir sind angekommen an den Batu-Höhlen. Vor uns liegen 272 Treppenstufen. Es geht nach oben. Das bedeutet, heute Nachmittag ist ein Stück Kuchen angesagt. Dieser hinduistische Tempel ist vor allem weltweit berühmt durch den Thai Pusum Feier. Es ist Ende Januar immer. Hunderttausende von Pilger kommen hierher. Man spricht von 500.000 bis 600.000. Die hier den Opfergang machen. Die 272 Treppenstufen nach oben und sie hängen sich Kokosnüsse mit Fischerhaken in die Haut. Sie durchbohren sich die Backen und hängen an jede Seite eine Kokosnuss. Wiegt immerhin 1,5 Kilo jede Kokosnuss und laufen diese 272 Treppenstufen nach oben als Opfergang. Kann man auf YouTube angucken, Thai Pusum. Dort sieht man, welche Ideen die Herrschaften alle haben, um sich zu geißeln und diesen Opferlauf zu bestreiten. Achtung, wenn man hier ist, es gibt Affen und sehr böse Affen, die alles klauen, das, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, hier sitzt schon einer und der Herr spielt mit seinem Handy. Mit dem Leben seines Handys, denn es wäre nicht der erste Affe, der den Fotoapparat, das Handy aus der Hand reißt und schon ist er verschwunden.
eine 42 Meter hohe Statue des Gottes Murgan. Er ist der zweite Sohn von Shivas im buddhistischen Glauben. Ja. Und hier nebendran, ja, wir sehen die bunte Treppe, die bis zum Höhleneingang führt. Also diese Treppenstufen entsprechen keiner EU-Norm. Viel zu steil. Wir haben die Hälfte fast geschafft nach oben. Ja, hier sitzen schon das Empfangskomitee. Hier schon der nächste. Wir sind am Eingang der Höhle von Batu angekommen. Rechter Hand sieht man die Gottheit Murgan mit einer Lanze in der Hand. Und der Eingang der Höhle ist identisch dieser Lanze nachgeformt. Aus diesem Grunde ist dies eines der großen Heiligtümer in Malaysia für den Hinduismus. So, damit ihr seht, dass auch ich es geschafft habe, diese 272 Stufen nach oben, der Schweiß läuft mir. Und wir sind in der ersten von drei Höhlen angekommen. Gehen wir. Und hier geht es nochmal Treppenstufen nach oben. Hier sind die Opferhühner. Eines der Wahrzeichen von Kuala Lumpur, die Petronas Towers. Zeitweilig die höchsten Gebäude der Welt. In der 50. Etage dann die Querbrücke, die Sky Bridge. Nach dem Mittagessen werden wir dann noch einen Turm besteigen, und zwar den Kuala Lumpur Tower mit seiner Aussichtsplattform in fast 300 Meter Höhe. Unser nächster Stopp, der KL Tower, Kuala Lumpur Tower. Ein riesiger Fernsehturm, den die Gruppe bis oben hin bestiegen ist. Dort ein wunderbarer Ausblick über Kuala Lumpur. Die Stadt hat etwas über 2 Millionen Einwohner, der Großraum jedoch mehr als 7 Millionen. Unser letzter Stopp für heute, bevor es nachher zum Schiff zurückgeht, der Unabhängigkeitsplatz von Malaysia, von Kuala Lumpur. Hier jedes Jahr am 31. August wird der Unabhängigkeitstag gefeiert. Dieser fand statt 1957, wo Malaysia von England sich trennte. Heute ist Malaysia eine parlamentarische Monarchie. Sie haben einen König. Dieser König wird alle 5 Jahre gewählt von den 9 Sultans, die das Land hier hat. 14 Provinzen, 9 Sultans und 5 Gouverneure. Der König wird alle 5 Jahre gewählt. Das Amt des Königs wird nicht vererbt. Und im Hintergrund, es soll das neue Wahrzeichen von Kuala Lumpur werden. Das aktuell höchste Gebäude mit dem Turm, der wie ein Finger gen Himmel zeigt. Wir kommen nochmal auf dieses Gebäude. Es ist der PNB-Turm, das zweithöchste Gebäude der Welt. Wir haben 15
man nennt es auch den Millenniumsturm. Historische Bauten, moderne Hochhäuser, alles passt zusammen in Kuala Lumpur. Wir wollen Höhe machen jetzt. Hiermit verabschieden wir uns von Kuala Lumpur. Ein tolles Erlebnis, eine berauschende Stadt und vor allem eines, heiß und feucht, ohne Ende.